hallo, da sind wir wieder. Pippo und Gitte. Wir spielen Witsche 1 in dem zweiten Kapitel und hier im Gasthof. Da wollte ja Geralt hin, um einiges zu tun. Und am besten sagst du mal, was du getan hast. Jo, ne, ich habe nur abgeladen, was ich so abzuladen hatte. Habe ein bisschen was verkauft an Trödel, was wir noch dabei hatten. Und habe ein paar Tränke nachgemacht. Und jetzt habe ich hier einen gewissen Herrn Konrad entdeckt. Den kennen wir noch nicht. Mit dem werden wir mal eine Runde quatschen. Wie können die das trinken? Was ist das überhaupt? Ich glaube, es ist Wein. Wein? Das ist nicht einmal ein Abklatsch von Wein. Und was ist es dann? Gepanschte Hundepisse. Darum komme ich nur selten her. Ich dachte, dies wäre die einzige Taverne weit und breit. Ich wohne im Händlerviertel, aber alle Gasthäuser dort haben geschlossen. Wollt ihr euch ein paar Münzen verdienen? Na, immer. Ihr habt gesagt, ihr hättet vielleicht eine Arbeit für mich. Erzählt mir mehr. Ich weiß, wo man einen edlen Tropfen findet, aber dazu ist ein Schwert erforderlich. Ihr braucht einen Krieger, um etwas zu trinken zu bekommen? Ich kenne einen Ort, wo 100-jähriger Wein aus Toussaint lagert. Wo ist der Haken? Der Weinkeller befindet sich in einem Haus, das jetzt von Ungeheuern heimgesucht wird. Das kostet euch 200 Orens. Abgemacht. Ich komme um Mitternacht wieder hierher. Wo liegt dieses Haus? Nehmt das Tor, das zum Deich führt. Rechts geht es zum Kanal hinab. Das Haus ist auf der linken Seite. Na gut. Ein weiterer Auftrag. Jo. Gehen wir mal raus. Ja, und dann bin ich auch in ein paar Häuser gegangen und habe abgeräumt wie üblich. Und dabei bin ich auf ein ganz interessantes Haus gestoßen. Und das ist hier gegenüber vom Lagerhaus. Da gehen wir mal rein. Und hier ist ein Kleiderschrank und ein Schurke. Das nehmen wir mal mit. Laras Geschenk. Bücher sind immer gut. Wer seid ihr und was wollt ihr? Ich muss zugeben, dass ich aus reiner Neugier hier bin. Neugier bringt Komplikationen, wie meine Mama stets zu sagen pflegte. Sie ruhe sanft. Aber ich wüsste zu gern, weshalb ihr zwei Schwerter tragt. Ich suche Arbeit. Und das sind meine Werkzeuge. Ihr seid Söldner. Muss ich lohnen. Interessant. Ich habe da einen Vorschlag für euch. Woran habt ihr gedacht? Ich weiß von einem Haus, in dem es einen Schatz gibt. Allerdings spukt es dort und ich habe keine Lust auf Gespenster. Ich sage euch, wo es ist. Ihr vertreibt die Gespenster, den Schatz teilen wir uns. Ja, gut. Einverstanden. Bestens. Ich markiere das Haus auf eurer Karte und warte hier. Lebt wohl. Nun gut, traue ich den ja nicht so richtig. Der hat schon so einen Greifenvogel gesehen, ja, weil die sind ja hier irgendwie auch so ein bisschen Stereotyp. Also ich meine... Ja. Hieß der nicht auch Schurke? Ich weiß nicht, jetzt gerade aus dem Augenblick genommen. Ja. Naja, gut. Er ist ein Schurke. Einfach irgendein Schurke. Dann guckt man mal, das Spukhaus, da ist es schon. Dann guckt man mal auf die Karte. Haus von Kohlmann, was Kohlmann meinte? Nee, Kohlmann, das war irgendwo hier oben. Oh, irgendwo. Ja. Schade, dass er schon tot ist. Na gut, dann ist ja gar nicht weit weg. Dann gehen wir da mal hin. Gucken wir uns mal das Spukhaus an. Ich kann's kaum glauben. Noch ein Narr, der Schätze sucht. Ich hätte es wissen müssen. Hey Jungs! Ich habe noch eine Gans gefunden, die gerupft werden will. Eine fette noch dazu. Um das Elfenweib kümmern wir uns später. Eins noch. Was?
Das war ganz schön dumm, einen Hexer gegen euch selbst anzuheuern. Wow, wow. Ein Bleiterkampf. Ja, jetzt kann ich ja. Ja, ja, ich weiß. Auf die Schnelle. Ja. Ha. Erst sammeln wir mal ein. Ja. Ab hier. Der liegt unterm Tisch. Der hat einen Schlüssel. Aha. Immer gut. Mal gucken, wozu der gut ist. Hä? Der eine hatte. Wo sind denn die alle hin? Ich glaube, es waren drei Stück, oder? Und die haben wir so. Nö, nichts mehr da. Nö. Na gut, nur zwei hatten was dabei. Der eine nur einen Schlüssel und der andere ein Bier. Gut, aber der Schlüssel ist ja nicht so unwichtig, glaube ich. Danke, dass ihr mich gerettet habt, Patgern. Wie ist es? Seid ihr wohlauf? Ich will nicht darüber reden. Nte di sien teade. Ich spreche eure Sprache, aber nicht gut genug um. Bitte besucht mich zu Hause. Später. Lebt wohl. War feil. Ja, wo ist sie denn zu Hause? Aha, im Haus der Anderlinge. Ja. Na gut. Hier unten ist nichts, dann gehen wir mal nach oben. Geht's hier auch irgendwo nach unten? Nein. Es geht nur nach oben. Hier irgendwas? Nö. Nichts. Tja, wer weiß, wozu der Schlüssel da ist. Ja. Wer weiß? Na gut. Aber hier geht's nicht nach unten. Nö. Nichts. Na gut. So. Es ist abends. Die Tür ist keine, die sieht nur so aus. Ja, was macht man denn da? Jetzt ist abends. Ja, am besten holen wir unseren Level. Beziehungsweise unsere Medaillen. Was für Medaillen? Achso, ja. Ja. Ja, ich schon klar. Unsere Bronze nennen. Ja, ja, alles klar. Genau. Und meditieren bis zum Morgen, dann können wir den Familienring abgeben. Wir müssen auch noch zu Vivaldi den Brief abgeben. Ja. Gut, dann gucken wir mal hier. Wir haben es hauptsächlich mit Monstern zu tun. Schaden. Ja. Nehmen wir das. Den haben wir schon. Und mit Gruppen haben wir es auch gut zu tun. Allerdings, ja. Oh ja, da haben wir aber auch schon ganz gut. Das hier. Ja, mindestens drei ist immer gut. Gucken wir mal schnelles Silber. Da haben wir ja auch noch jede Menge.
zu vergeben. Schaden 20, den haben wir schon. Ah, geblendet. Da müssen wir unser Igni besser ausbauen. Was nehmen wir denn? Nehmen wir hier Schaden 20%, ist nie verkehrt. Und schon sind wir sie alle los. Gut, und ja nur drei. Ja. Dann meditieren wir bis zum Morgen. Kannst du dir eigentlich deine Rüstung schon kaufen oder hast du nicht genug Geld? Ja. Ich habe auch ein bisschen gepokert und habe gerade mal... Ja. Okay, dann gehen wir mal zum Herrn Schmied. Herr? Darf ich mich mal umsehen? Pardon, Herr, wir verkaufen nur an Freunde des Ordens und Gläubige. Von euch habe ich nie gehört. Ach, lebt jetzt wohl. Plötzlich. Na gut. Woher dann, kommt das jetzt? Der ist uns sowieso sympathischer, der Zweigenschmied. Ja, aber woher kommt das jetzt plötzlich? Was hast du denn gemacht? Ja, ich habe gar nichts gemacht. Du bist da nicht beigetreten, oder wie? Die Gesellschaft hat mich zu dem gemacht. Siegfried hat mich ja gefragt, ob ich dem Orden beitreten du möchte. Du hast ja gesagt. Aber was soll's? Moment mal, wie spät ist es? 8.30 Uhr. Au, das ist schon spät. Abends oder wie? Nee, morgens. Und warum ist es spät? Weil ich... Die Götter haben das Unglück mit Blutvergießen und Feuerspritzen gestraft. Weil die ich Götter haben einen Boten mit Flammen den Familienring abliefern ach wollte. So, ja. Und der ist ja nur morgens da. Zu spät. Auch sehr blöd. Wann ist denn der nur da? Der ist 7-8 Uhr ist er da. So 7-8. Also man muss hier wirklich sehr auf die Zeit ja, achten. Gut. Ja. Dann gehen wir zum Herrn Schmied. Okay, ich speichere auf sicherheitshalber vorher. Sollte. Ja. Was wollt ihr denn haben? Niedlich. Zeigt mir, was du hast. Herr Chibai sagt, ihr seid gut und ehrbar. Daher sehe ich keinen Grund, keine Geschäfte mit euch zu machen. Bitte sehr. Na also. So. Ha. Können wir unsere verkaufen? Nee, nicht interessiert. Ja, oh, immer schade. Blöd, oder? Ja. 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 Ha. Ich glaube, es ist im Witcher 2 auch anders. Ne? Weiß ich nicht. Wir haben ja geguckt. Wir haben ja mal da rein. Ja, das sieht doch gut aus jetzt. Ja, das ist auch immer schon deutlich besser. Aber dafür sind wir jetzt bettelarm. Na, du musst halt fleißig arbeiten. Monster verhauen und so. Aufträge hast du ja genügend. Scheiße. Eine nietenbesetzte Lederjacke liegt hier unten. Tja, tschüss. Kann man nichts machen. Da müssen wir sehen, dass wir ein bisschen Geld verdienen, ne? Dann gucken wir mal in unser Journal. Erst speichern wir das mal. Und dann gucken wir in unser Journal. Was haben wir denn? Blumen und Gold? Das ist das hier, was die Stammelung ja. Alkohol, Echinops. Da habe ich das Buch übrigens gekauft, wo auch Echinopse drinstehen. Aha, wie viel Geld hast du gewonnen, ja? Dass du dir das auch noch leisten konntest. Ja, ne, das war nicht ganz so teuer. Das hat 400 oder 500 gekostet. Ja, ja, ich habe gut gewürfelt. Wenn man überlegt, wie man hier... Was ist der Komplize als Zeuge? Ach, Jethro, ja, das ist der Hauptquest. Den machen wir ein bisschen später. Ja, erstmal die Nebenquest machen. Die Wölfe müssen wir abliefern. Jean-Pierre, der war ja letztens nicht am... Steg, ein alter Freund, ja, Shani, ein ungewöhnlicher Wein. Guck mal doch mal, wo das hier ist. Das dürfte nicht allzu weit weg sein. Hier, ein gut bestückter Keller neben dem Haus vom Detektiv. No.
Das ist doch gar nicht so weit weg. Der dürfte uns ja wieder 200 Ohrens bringen. Ihr werdet alt, Großmütterchen. Hier ist der Detektiv und Hopsa. Sind natürlich auch alle gleich, aber was war das angezogen? Keine Tür ist, aber das müsste sein. Ja, Tür. Ja. Oh. Ja. Die sind schnell. Und stark. Oh, die können wir träumen, oder? Ja. Oh. Nicht drängeln, ihr kommt alle dran. Wow. So. Der hat Überreste dagelassen. Ektoplasma. Und was ist da drin? Hydrogenium und Albedo. Gut, keine Ahnung, ich kann mir das nicht merken, wozu das Zeug gut ist. Ah, ich finde. Ja, und nun? Ah, hier. Sind wohl noch mehr von der Sorte, oder? Hä? Das klingt ganz danach. Wo man hier nie genau weiß in diesem Spiel, weil die Geräusche nicht immer... können auch so irreführend sein, ne? Schweinefleisch. Kann ja nichts schaden, ne? Hm. Ja. Oh, das sind ja viele. Oh, Graweier. Die mögen wohl alle Wein, ne? Ja, da hätte ich vielleicht lieber eine Schwalbe genommen. Also, ja. Ich glaube, das würde nur noch einfallen. Geh weg! Du sollst dir angewöhnen, bevor du in solche Dinger reingehst, zu speichern, mein lieber Freund. Ja. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Plus. Au. Der stirbt das zuerst. Wird knapp. Also wirklich, Geralt. Au. Du musst mal speichern, knapp. Wenn das ja. Es ist ja noch nicht gestorben in diesem Spiel, was sie jetzt gemacht haben. Aber ich meine... Manchmal ist es doch ein bisschen knapp. Ja, und manchmal... Dann werden wir doch gleich mal ein bisschen was futtern, oder? Ja, wird Geralt das Sterben auch lernen. Oh, hier gibt's reichlich Futter. Ah... Drei Flaschen Wein. Mhm. Weißweinessig hat er da gelassen. Na, wie schön. Weißt du, was wieder gut ist? Noch mehr Weißweinessig. Und noch mehr Weißweinessig. Weiß halt nicht, wofür die Zutaten gut sind, die man da findet. Nee, ich kann mir das auch gar nicht merken. Nee, ist auch unglaublich viel. Also. Ja. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück, holen uns unsere Belohnung ab. Oh. Und futter mal was. Ein Hammelbeinchen. Sehr stark geregnet. Hopsa. Dann ist hier ja viel Entschuldigung. Stimmt. Ja, so kann ich nicht unterwegs. Haselein ist auch noch. Der Brief vom Ritter Erik, den ich hier weggeworfen habe, der geht nicht weg. Nee. Den räumt keiner weg. So. Wo ist er denn? Da hinten war er irgendwo. Konrad.
Ach, der sagte doch irgendwas, dass er um Mitternacht da ist. Ja, ja. Stimmt. Ach. Ist wieder so eine Zeit. Ist ja doof. Das ist immer das Gleiche. Das ist echt blöd. Du hast jetzt zwei Aufträge, die an Zeit gebunden sind. Aber wir müssen jetzt sowieso dann Schluss machen. Ach so, na gut. Dann machen wir nächste Woche dann weiter. Überlegen wir uns nächstes Mal, was wir dann machen. Können wir ja zwischendurch mal überlegen. Okay. Bis dann. Bis dann, ciao. Tschüss.